Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wenn ich so durchs Netz surfe oder mir öfter mal so diverse Apps angucke oder wenn ich mal so ein paar Empfehlungen von euch bekomme, das kommt tatsächlich durchaus vor, dann gibt es da teilweise Sachen, wo ich denke, Mensch, das ist richtig cool. Das hilft mir als Elektroautofahrer ja, beim Fahren, beim Laden, beim Einschätzen von diversen Sachen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel drei Sachen für euch mal rausgesucht, so quasi als kleine Software-Tipps, wo ich glaube, das könnte auch für euch interessant sein. Deswegen drei kleine Software-Tipps heute. Das wird bestimmt ganz interessant. Da ist garantiert was für euch dabei. Also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, und als erstes habe ich für euch eine App, die nennt sich nämlich Ladechecker. Und diese App Ladechecker, die zeigt euch an, wenn ihr zum Beispiel zu Hause an eurer Wallbox ladet und keine PV-Anlage habt, also nicht den Strom regenerativ selbst erzeugen könnt, wie sich der Strommix, den ihr da gerade in den Akku pumpt, zusammensetzt. Sprich, ist es mehr regenerativ erzeugter Strom, der Strommix, oder ist er eher fossillastig? Ist da eventuell Kernenergie drin? Wenn ja, wie viel? Und so weiter und so fort. Das heißt, wie viel Gramm CO2 pro Kilometer ladet ihr jetzt eigentlich gerade durch den Strommix in euren Akku rein? Das weiß man so natürlich erstmal nicht, aber diese App hier, Ladechecker, die gibt euch darauf die Antwort. Da will ich euch gerne mal zeigen, wie das geht und wie das aussieht. Das ist nämlich total cool. Ja, wenn ihr die App öffnet, dann wird quasi in Echtzeit aus den Daten der Europäischen Netzagentur für den Strommix für Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die Länder könnt ihr einstellen, gerade errechnet, wie sich dieser Strommix zusammensetzt. Also aktuell hier, wenn wir uns das mal anschauen, da sehen wir zum Beispiel, dass gerade 70 Gramm pro Kilometer quasi CO2, anfällt, wenn ich mit diesem Strom jetzt gerade mein Auto laden würde, weil doch die fossilen Energieträger dort ein bisschen in der Mehrheit sind und die regenerativen Energieträger in der Minderheit. Deswegen ist auch darunter die Ampel auf Gelb, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Und wenn ihr jetzt mal wissen wollt, wie setzen sich denn diese 70 Gramm zusammen, dann swipet ihr hier oben einfach nach links und dann seht ihr hier die verschiedenen Arten der Stromerzeugung, die in diesem Strommix gerade eine Rolle spielen, mit wie viel Prozent. Und das alleine ist ja schon ganz cool, aber wenn ihr jetzt sagt, ja, der Zeitpunkt ist ungünstig, wann ist denn mal ein günstiger Zeitpunkt, dann swipet ihr auch hier unten nur einmal nach links und dann seht ihr nämlich hier eine 24-Stunden-Prognose. Und da könnt ihr genau erkennen, zu welchen Stunden sich denn der Strom hauptsächlich aus Grünstrom zusammensetzt. Und dadurch sinkt natürlich auch der Anteil des CO2s in eurem Strommix und dadurch eben auch die Ökobilanz von eurem Elektroauto, wenn ihr das damit ladet. Das finde ich eine super coole Sache. Ja, aber als wäre das noch nicht genug, kann man diese Ladechecker-App natürlich auch komplett als ja, Ladestationssuchmaschine benutzen. Ihr müsst also nur einmal nach unten scrollen und schon seht ihr zum Beispiel, wo ist die nächste kostenlose Ladestation bei euch um die Ecke. Einmal nach links swipen, wo ist denn der nächste AC-Anschluss, der Geld kostet. Und einmal nach links swipen, wo ist die nächste Schnellladestation. Ihr könnt natürlich euer Auto einstellen, das heißt, welche Marke fahrt ihr, welches Modell. Ihr könnt einstellen, von wie viel Prozent bis wie viel Prozent lade ich in der Regel auf. Ihr könnt eure Ladekarten entsprechend auswählen, die ihr benutzt. Ihr könnt die Stecker, die ihr verwenden könnt, auswählen. Und dementsprechend werden natürlich die Ladestationen gefiltert. Wenn ihr dann zu einer Ladestation navigieren wollt, dann geht das natürlich auch mit der App. Ihr habt hier alle Ladestationen rund um euren Standort und darüber hinaus. Könnt in die Karten zoomen, könnt da rein navigieren. Das kennt man ja auch von anderen Apps. Was hier ganz cool ist, ist im Prinzip so eine Art Augmented Reality Funktion. Das heißt, wenn ihr jetzt bei der Ladestation seid und also laut Karte sie aber jetzt irgendwie gerade nicht seht, weil sie vielleicht ein bisschen versteckt steht, dann könnt ihr hier mit einer Augmented Reality Funktion die Umgebung abscannen und seht im Prinzip, wo sich diese Säule befindet. Das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Ja, und als nächstes habe ich eine Website für euch, nämlich die Website www.lovago.com. Das ist im Prinzip eine Maingau-Tochter und die bieten für euch einen ganz interessanten Ladetarifvergleich an. Aber nicht nur einfach so irgendwie eine Auflistung von günstigen Anbietern, nein. Es ist so ein bisschen so wie 24.de
ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, die bieten euch einen Ladetarifvergleich an, speziell zugeschnitten auf euer Ladeverhalten. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Wir haben ja also die Website lovago.com und wenn ihr die aufruft, dann findet ihr einen schönen gelben Button, finden Sie Ihren passenden Tarif. Und dann zoomen wir uns mal das Auto aus, was ihr vielleicht fahrt. Ich gebe mal einen VW und da dann meinetwegen den ID.3 in der Variante Pro S mit dem 77 Kilowattstunden Akku. Dann wählen wir aus, wie fahren wir denn, was für ein Fahrtyp sind wir, fahren wir eher sparsam, normal oder sportlich. Ich lasse das mal auf normal. Wie viele Kilometer pro Monat legen wir zurück? Da gebe ich mal 1500. Und dann wählen wir aus, wie oft wir denn an öffentlichen Ladesäulen so laden im Monat. Also 50% oder 25% oder mehr. Wenn wir das gemacht haben, dann berechnen wir mal die Tarife. Und da kommt jetzt raus, wir haben ungefähr 120 Kilowattstunden, die wir bei dem ID.3 im Monat so öffentlich laden. Wir können noch das Verhältnis der Ladeart einstellen, also AC zu DC. Da können wir im Prinzip uns entscheiden, wie oft laden wir DC und wie oft laden wir AC. Und wie lange stehen wir denn so in der Regel? Stehen wir eine Stunde, stehen wir kürzer oder länger? Und dann können wir den Tarif nochmal neu berechnen. Ja, und dann bekommen wir eine Liste von den günstigsten Ladestromanbietern. Und da können wir dann nochmal Details dazu aufrufen und uns dann gleich zum Anbieter durchklicken und gucken, ob wir da diesen Tarif eventuell einen Vertrag abschließen können, ob wir eine Ladekarte bekommen können und alles, was wir zu diesem Anbieter wissen müssen. Ja, und ich habe mich natürlich dafür interessiert, was für Leute stehen eigentlich hinter Lovago. Und deswegen habe ich mal mit Max Hechler gesprochen. Max ist bei Lovago Leiter Produktmanagement. Ja, hallo, Max Hechler, Leiter Produktmanagement von Lovago. Erzähl doch mal eben, was genau ist eigentlich Lovago? Moin Jens, erstmal grüß dich. Lovago ist das Vergleichsportal für Ladetarife in Deutschland. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten, dass E-Mobilisten immer günstig unterwegs sind. Sprich, jeder kann für sich den passenden Tarif für jede Lebenssituation finden. Und das aktuell deutschlandweit, das heißt nicht auf eine einzelne Ladesäule. Und zukünftig haben wir uns vorgenommen, auch regional, das heißt, je nachdem, wo du wirklich bist, in der Stadt, wo du wohnst, in der Stadt, wo dein Arbeitgeber ist, wo du in Urlaub gehen möchtest, den passenden Tarif für dich zu finden. Ja, und was sind jetzt die Vorteile von Lovago? Ich meine, im Vergleich zu irgendeiner Lade-App zum Beispiel? Der Vorteil ist, dass wir unabhängig von anderen Anbietern, die oft ein statisches im Vergleich haben, das heißt, es gibt den Ladekompass zum Beispiel, die sagen, hey, EnBW ist insgesamt der günstigste. Ja, das kann stimmen, aber wenn EnBW vor meiner Haustür nicht vorhanden ist, beziehungsweise ich lange stehen möchte, hat EnBW zum Beispiel einen Standzeitzuschlag, genauso wie die Maingau Energie. Das heißt, für mich ist das in dem Moment nicht der passende Tarif. Das heißt, bei uns kannst du wirklich anhand vom Fahrzeug und von deinen Gewohnheiten, wie viel geht's dir öffentlich, hast du eine Wallbox zu Hause, kannst du mal am Arbeitgeber laden, die Möglichkeit, den passenden Tarif für dich zu finden. Und kostet mich das was als Anwender, wenn ich euren Service nutze? Lovago ist kostenlos für den Anwender. Das heißt, du kannst ganz normal die Seite nutzen, du kannst immer wieder nach einem passenden Anbieter finden für dich in deiner passenden Lebenssituation. Du kannst für den Newsletter anmelden und immer wieder schauen, hey, wie sieht denn eigentlich die E-Mobilität in den verschiedenen Städten aus? Aktuell haben wir zum Beispiel einen Vergleich in Berlin gemacht, wo wir gesagt haben, was ist denn eigentlich die passende Ladelösung in Berlin? Und da werden noch einige Städte in Zukunft kommen. Das heißt, schön abonnieren und auf dem Laufenden bleiben. Ja, cool, vielen Dank. Und Lovago ist eine Tochter der Maingau Energie oder habe ich das falsch verstanden? Richtig, genau. Also es ist keine Tochter der Maingau Energie, sondern eine Marke der Maingau Energie. Wir sind selbst noch nicht ausgegründet. Ist aber so, wenn man sich auch mal anschaut, wie die Maingau in den Vergleichen steht, ist es nicht so, dass die Maingau bevorteilt oder benachteilt wurde, sondern einfach wie der E-Mobilist, was für ein Verhalten er im Prinzip an den Tag legt, die Möglichkeit hast, den passenden Tarif zu finden. Das heißt, wenn man lange steht, ist die Maingau nicht wirklich der passende Tarif für dich in dem Moment. Alles ist aber wirklich transparent gehalten. Wenn ihr irgendwo mal ein Beispiel finden solltet, wo irgendein EMP oder irgendein CPO benachteiligt werden sollte, gerne bei uns melden. Viel Glück dabei. Ich habe bis jetzt noch keinen gefunden und wir haben noch nichts davon gehört. Ja, und auch Lovago bietet euch die Möglichkeit, über die THG-Quote eine Prämie für euer E-Auto abzugreifen. Und zwar bieten die 310 Euro an. Das heißt, wenn ihr euch dort anmeldet, euer Auto dort registriert für die Prämie, dann bekommt ihr pro Jahr 310 Euro von Lovago überwiesen. Ja, und als drittes habe ich noch eine Website für euch, die nennt sich Carbon Counter. Die basiert auf einer Studie vom MIT, Massachusetts Institute of Technology, und zwar einer Studie vom MIT.
Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht mit Andreas Schmitz zusammen, das verlinke ich euch mal hier oben. Da ging es um den CO2-Ausstoß und auch die Wartungskosten von verschiedenen Automodellen, das heißt Verbrenner, Plug-in-Hybride und vollelektrische Autos. Und da gab es im Prinzip dann die Erkenntnis, dass erstens die Elektroautos deutlich wartungsärmer und auch kostengünstiger sind als die meisten Verbrenner in der gleichen Autoklasse und eben auch vom CO2-Fußabdruck deutlich besser sind über die Lebensdauer, sogar die Klimaziele im Prinzip von 2040 schon einhalten. Im Vergleich zu Verbrennern, wenn man den amerikanischen Strommix zugrunde legt. Und diese Website dazu ist im Prinzip das Tool zur Studie, wo man jetzt selber für verschiedenste Autotypen und auch Automodelle das Ganze mal durchspielen kann. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. So, unter carboncounter.com seht ihr im Prinzip die Startseite. Jeder Punkt, den ihr hier seht, ist ein Automodell. Die verschiedenen Farben stehen eben für Verbrennungsmotor, Hybrid, Plug-in oder batterieelektrisch oder auch ein Brennstoffzellenfahrzeug. Das wäre der Toyota Mirai. Die X-Achse ist im Prinzip die Kostenachse. Da geht es also um US-Dollar pro Monat, die man rechnen muss, wenn man so ein Auto fährt. Und die Y-Achse sind die Treibhausgasemissionen in Gramm CO2 pro Meile in diesem Fall. Denn es ist ja eine amerikanische Seite. Man kann das hier auch übrigens umstellen unter Customize. Da kann man die Werte eintragen, die man zum Beispiel gerne haben möchte. Zum Beispiel kann man hier auch sagen, die Einheiten sollen nicht US-Einheiten sein, sondern die internationalen SI-Einheiten. Und schon steht es da in Kilometer. Hier kann man auch die Preise anpassen für zum Beispiel Benzin, für Diesel, für Strom, fürs Laden, sogar für Wasserstoff kann man die Preise anpassen. Und man kann hier wählen, wie viel CO2 durch den Strommix wohl so ungefähr entsteht. Da gibt es einen Standardwert von 100 Kilo CO2 pro Kilowattstunde oder es gibt einen niedrig geschätzten oder auch einen hochgeschätzten Wert. So, wenn man das alles eingestellt hat, dann kann man sich verschiedene Automodelle auswählen. Das habe ich hier mal gemacht. Ich habe hier mal ein Audi e-tron gewählt, ein Volkswagen ID.4, ein Tesla Model Y und im Vergleich zwei Verbrenner, Volkswagen Tiguan und BMW X3. Und hier kann man sehr schön sehen anhand der Graphen, wie sich die verschiedenen Kosten zum Beispiel in Dollar pro Monat darstellen. Und man sieht, dass die Elektroautos nicht unbedingt so viel, viel billiger sind als zum Beispiel Verbrennungsmotoren. Denn zum Beispiel der Tiguan ist im Unterhalt im Prinzip günstiger als zum Beispiel ein Tesla Model Y, wenn man das Ganze mal vergleicht. Der Audi e-tron ist sogar noch teurer als ein BMW X3, was hauptsächlich am Anschaffungspreis liegt. Das Ganze ist eben auch untergliedert nach Anschaffungspreis, Spritkosten oder auch Stromkosten und dann eben die Wartung. Und die Stromkosten auf die Lebensdauer bezogen pro Monat sind bei den Elektroautos in der Regel deutlich niedriger als die Spritkosten bei einem Verbrenner. Und das, obwohl die US-Preise für Benzin oder Diesel nun auch noch deutlich unter unseren Preisen liegen. Das ist aber gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Spektakulärer wird es eher bei den Treibhausgasemissionen. Und hier fällt halt total auf diese drei niedrigen Balken und die zwei ganz, ganz hohen Balken. Und hier wird auch berücksichtigt die Autoproduktion, die Batterieproduktion, auch die Treibstoffproduktion und die Treibstoff oder der Treibstoffverbrauch. Und man sieht, dass die Batterieproduktion hier bei den Elektroautos schon zu Buche schlägt, aber die Treibstoffproduktion, entweder Diesel oder Benzin oder auch der Strom, das ist auch eine große Größe. Bei den Elektroautos hört es dann aber auch schon auf, was die Emissionen angeht. Und ja, bei den Verbrennern, da fängt es leider gerade erst an, denn jetzt wird der Treibstoff, der produziert wurde, nämlich verbrannt, damit die fahren können. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Und da ist dieses Tool eigentlich total interessant und liefert für die verschiedensten Automodelle ganz interessante Hinweise und ganz interessante Zahlen. Ja, das war das dritte Tool, Carbon Counter, und ich fand es ziemlich interessant, genauso wie Lovago, der Kostenvergleich für Ladetarife und auch der Ladechecker. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mit diesen drei Tools ein bisschen was anfangen konntet, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch rein, ob ihr solche Vorstellungen vielleicht öfter sehen wollt, dann kann ich das natürlich auch machen.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.